Hey, Wacke der Freunde des Internets, ich bin's wieder Slack, mit einem neuen Video zu GTA Online. Denn Freunde, ihr wisst sicherlich alle, im Dezember letzten Jahres erschien das neueste GTA Online Update, nämlich das Los Santos Dropouts DLC, und ein großer Teil von diesem Update ist ja auch die Produktion und auch der Konsum von LSD. Denn LSD, wisst ihr vielleicht, ist eine ziemlich verrückte Droge, lasst da mal besser die Finger von, denn wenn man doch mal LSD nimmt, dann kommt da nichts bei Gutes raus. Und ähnliches sehen wir auch gerade in GTA Online, denn Freunde, wir sind hier nicht auf einem Astro TV Schwurbelkanal gelandet, aber dennoch, Rockstar Games feiert diese Woche das Mondneujahr in GTA Online und extra dafür wird es ein eigenes Event geben. Es ist einfach richtig verrückt, was Rockstar Games momentan gerade reitet, und deswegen würde ich jetzt auch sagen, Video geht los. Viel Spaß dabei. Vorher aber kurz eine Sache, denn vielleicht fragt ihr euch, warum ich aktuell nicht jeden Tag hochlade. Das liegt daran, dass sich in den ersten zwei Wochen von 2023 privat bei mir einfach extrem viel verändert hat. Ich mache dazu auf jeden Fall noch ein eigenes Video. Das verspreche ich hier wirklich hoch und heilig, damit ihr als Community einfach wisst, was es damit auf sich hat, dass gerade ein bisschen weniger neue Videos hochgeladen werden. Aber das kann ich euch schon mal versichern. Ich höre nicht mit YouTube auf. Ich mache auch keine Pause oder sowas. Aktuell habe ich einfach privat nur sehr viel Umstellungen. Aber like I said, es wird in der kommenden Woche auch noch ein eigenes Video dazu geben, damit ihr ganz genau wisst, was gerade bei mir abgeht. Jetzt würde ich aber auch sagen, lass endlich mal über GTA Online quatschen, denn wie gesagt, Rockstar Games muss wohl wirklich selber LSD genommen haben, denn anders kann ich mir das bald neueste erscheinende Event einfach nicht erklären. Alles fing gestern Abend um 20 vor 12 an. Ich lag völlig tiefenentspannt auf der Couch und habe Richard Hammond dabei zugesehen, wie er einen der letzten gebauten Mini Cooper von 2000 durch Indien prügelt, und diese unsagbare Ruhe wurde dann von Tesfan gestört, denn er schrieb folgendes auf Twitter. Rockstar Games wird sehr bald das Mondneujahresfest feiern. Erwartet, dass Peyote-Pflanzen mit erhöhter oder hundertprozentiger Chance auf Kaninchenverwandlungen zurückkehren werden. Außerdem gibt es dann auch noch spezielle Kleidung sowie Masken. Dazu hat er noch ein Video gepostet, was ich euch gleich auch zeige. Vorher aber nochmal ganz kurz zum Tweet, denn was ist bitte ein Mondneujahresfest? Wieso feiert der Mond denn nicht einfach mit der Erde am 31. Dezember zusammen? Wieso braucht er ein eigenes Datum? Jedenfalls ist es auch heute das erste Mal in 9 Jahren GTA Online-Geschichte, dass ich tatsächlich mal was Neues gelernt habe, nämlich, dass es ein Mondneujahresfest gibt. Das Mondneujahr ist der Jahresbeginn in einigen traditionellen Kalendersystemen Asiens. Neujahr wird dort zu einer bestimmten Mondphase gefeiert, meist am Tag des Neumondes. Der zugrunde liegende Kalender kann auf dem Mondneujahr beruhen oder auf dem Lunisolarjahr. Super, danke Wikipedia, jetzt sind wir auf jeden Fall alle ein bisschen schlauer. Ja, und dieses Mondneujahr ist tatsächlich diese Woche Sonntag am 22. Januar 2023, und das bedeutet, an diesem Sonntag, den 22. Januar 2023, wird es den gesamten Tag über in GTA Online dieses neue, mysteriöse Event geben. Und deswegen komme ich auch jetzt mal zum Video, was Tesfan noch mitgeschickt hat, denn in diesem Video können wir einen Einblick zu dem Event bekommen. Denn wie Tesfan noch schrieb, werden wir am Sonntag dann wieder in GTA Online Peyote-Pflanzen finden können, also psychoaktive Gewächse, nach dessen Konsum man einfach halluziniert, und wenn man diese nun isst, verwandelt man sich dann auch laut Tesfan sehr wahrscheinlich bzw. zu 100% in ein Kaninchen bzw. in einen Hasen. Und dann kann man halt, wie man das von den Peyote-Pflanzen auch schon gewohnt ist, als Kaninchen bzw. als Hase durch Los Santos hoppeln und überall Nesquik hinscheißen. Ja, das war's dann, Freunde. Kein Witz, das ist das komplette Event. Danach kann man dann die Halluzination beenden und bekommt dann als Belohnung noch exklusive Kleidung und auch Masken. Die Masken sind hier übrigens, by the way, das einzige Highlight. Vorher schauen wir uns aber die neuen Tattoos an, und vielleicht sagt ihr jetzt, hä, Tattoos? Hast du gerade gar nicht erzählt, dass es Tattoos gibt? Stimmt, habe ich nur einfach falsch aufgeschrieben. Also wir schauen uns jetzt trotzdem die neuen Tattoos an, die man jetzt freischaltet, denn die sind alle an Tiere angelehnt, was ja auch zum chinesischen Kalender passt, da dort jedes Jahr immer einem Tier zugeordnet ist, und 2023 ist das übrigens auch das Jahr des Wasserhasen, daher auch die Verwandlung in einen Hasen in GTA Online. Dann gibt es aber wie gesagt noch Masken, die seht ihr auch gerade mal, und die finde ich tatsächlich jetzt wirklich nice, deswegen haben sie es ja auch aufs Thumbnail geschafft, und dann gibt es zum Ende auch noch ein lausiges T-Shirt, das ist aber nicht so geil und deswegen ist es auch nicht auf dem Thumbnail. Okay Slack, also Rockstar Games bringt diese Woche ein neues Event nach GTA Online, mit welchem man sich in einen Hasen verwandeln kann. Ist das richtig? Ja Freunde, das ist richtig. Das ist wirklich das komplette Event und mehr gibt es da noch nicht. Und ich weiß auch wirklich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ja, cool, dass Rockstar Games jetzt seit letztem Jahr wirklich viele neue Events ins Spiel gebracht hat. Denk nur zum Beispiel an Cola vs. Sprunk, die Heist Challenge oder auch die ganzen neuen Schatzsuchen. Aber eine Frage habe ich dann doch, was hat denn der chinesische Kalender und das Mondneujahr mit GTA Online zu tun? Beziehungsweise was hat GTA Online generell mit der chinesischen Kultur zu tun? Richtig, nichts. Also wirklich gar nichts. Noch nicht einmal die Community von GTA Online kennt so wirklich das Mondneujahr. Also was ist der Sinn dahinter?
dahinter. Gut, man könnte jetzt theoretisch sagen, im Drug Wars Update geht es auch um Hasen und 2023 ist halt das Jahr vom Wasserhasen, aber mehr Überschneidungen gibt's halt wirklich nicht. Und an sich muss ich sagen, es ist auch wirklich ein liebloses Event, denn eigentlich bringt Rockstar Games an diesem Tag wirklich nur die Peyote-Pflanzen zurück ins Spiel, das passiert aber alle Jubeljahre sowieso mal als Teil einer Eventwoche. Das letzte Mal, dass diese Peyote-Pflanzen im Spiel waren, liegt auch gar nicht so weit zurück, das ist glaube ich erst vor ein paar Wochen gewesen. Und das Ding ist dann ja auch noch, man hat noch nicht mal eine lustige Challenge, wenn man sich als Hase oder als Kaninchen verwandelt hat, sowas wie zum Beispiel fresse 10 Blumensträuße aus Vorgärten oder auch zernage alle Bremsschläuche in Simeons Autohaus. Denn diese Aufgabe hätte dem Event dann zumindest einen Touch von Kreativität gegeben, aber so hört sich das halt wirklich relativ langweilig an. Aber gut, Freunde, was denkt ihr denn jetzt zu dem Event? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare und bis wir uns jetzt auch wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao!